Hallo, liebe Insider. Ich gebe euch heute drei Tipps, wie ihr das perfekte Foto mit eurem Handy machen könnt. Tipp Nummer 1. Raus aus der Mitte. Das heißt, das Objekt, was ihr fotografieren wollt, setzt ihr nicht in die Mitte, sondern etwas rechts oder weiter links daneben. Ihr könnt euch auf dem Handy zum Beispiel diese Gitterlinien einzeichnen lassen, einschalten. Und dann setzt ihr das Objekt entweder auf eine der Schnittlinien oder auf einen dieser Schnittpunkte. Und schon wirkt das Bild dadurch interessanter. Tipp Nummer 2. Halte die Waage. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, wenn jemand ein Foto von einem Sonnenuntergang oder einem Strand gemacht hat, dass das vielleicht so gekippt war und das so aussieht, als würde das Wasser aus dem Bild runterlaufen. Achtet einfach darauf. Wenn das in der Waage ist, sieht es gut aus. Und wenn du das mit Tipp 1 kombinierst und diese waagerechte Linie auf eine der horizontalen Schnittlinien setzt, wirkt das Bild dadurch viel interessanter. Tipp Nummer 3. Beweg dich mit deinem Handy. Das heißt, verändert die Position. Viele machen den Fehler, wenn sie zum Beispiel ihre Kinder fotografieren oder ihren Hund oder ihre Katze, dass sie das von oben hin machen. Ja, man steht und man macht das Foto von oben. Begib dich auf die Position des Kindes oder des Hundes und leg dich auf den Boden. Mach dann ein Foto und du wirst erstaunt sein, welche Wirkung das hat. Wenn du die Tipps cool fandst, teile das einfach mit deinen Freunden, damit sie auch wissen, wie man mit einem Handy ein richtig gutes Bild macht. Und es gibt noch einen zweiten Teil davon.